Ziemlich oft wurde ich darum gebeten, über den neuen Film von Charlie Kaufman zu sprechen. Den gibt es seit einigen Wochen auf Netflix anzusehen. Und damit geht es hier jetzt um I'm Thinking of Ending Things. Sie ist seit 6 Wochen mit Jake zusammen und ein wenig wirken sie jetzt schon wie ein altes Ehepaar. Doch nun ist es an der Zeit, endlich seine Eltern kennenzulernen und das führt die beiden mit dem Auto mitten durch eine tief verschneite Nacht. Die Stimmung ist kalt und Zeiten scheinen zu verschwimmen, während sie immer wieder in ihren Gedanken feststellt, dass sie eigentlich überlegt, Schluss zu machen. Doch diese Nacht wird so viel über das Leben, seine Möglichkeiten, Wendungen und Abgründe bereithalten, dass sie selbst nicht mehr wissen kann. Was wirklich passiert, passieren könnte und passiert ist. I'm Thinking of Ending Things geht 134 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabe-Empfehlung von 12 Jahren und ist dort seit dem 4. September 2020 anschaubar, ist ein Drama-Thriller und der neue Film von Charlie Kaufman, der unter anderem das Drehbuch geschrieben hat zu Being John Malkovich, Vergissmeinnicht, Anomalisa inszeniert hat. Hier hat jetzt seine dritte Regiearbeit abgeliefert in einem Film, der im 4:3 Format zusammengepresst das Publikum sehr nah an seine Hauptakteure bringt, mit unheimlich vielen Dialogen und eine ganze Menge verschiedenen Möglichkeiten, auf diesen Film draufzuschauen. Nummer eins ist schon mal, wenn man eine konventionelle Erzählstruktur gewohnt ist, in einem Film, bei dem man am Ende weiß, was man gesehen hat, dann, glaube ich, wird man schon nach den ersten 20, 30 Minuten extrem ermüdet sein, weil während schon die Prämisse dasteht, dass dieses junge Paar, das sich noch nicht so lange kennt, aber so wirkt, als würde man sich schon länger kennen, gerade die Eltern von ihm besuchen will und wir ihren Namen nie so richtig erfahren, beziehungsweise verschiedenste Namen mit verschiedensten Werdegängen, da vielleicht schon überfordert oder auch gelangweilt ist. Für beides habe ich Verständnis, wird bei dem restlichen Film sagen, oh, was war erwartet mich denn hier? Was kommt da jetzt alles zusammen? Aber für wiederum Cineasten, die am Ende diskutieren wollen, und das ist so ein Film, wo ich glaube, wenn 4 Leute sich versuchen, eine Meinung über den Film zu bilden, sie nachher darüber sprechen, feststellen werden, dass sie nicht unbedingt die gleiche Sichtweise auf diesen Streifen haben. Ein Film, den man definitiv mehrmals sehen kann, vielleicht auch sollte, weil darin wird viel zitiert. Da werden Kritiken zitiert, Filme zitiert, das reicht bis American Beauty meinetwegen, da werden Genre gemixt, da kommt Musical mittendrin ins Drama mal hineingepresst, da gibt es verschiedenste Ansätze, eine Figur zu verstehen oder nicht zu verstehen, während die Zeit sich immer noch verschiebt und die Hauptfigur selbst nicht so richtig weiß, was sie will und wer sie eigentlich ist, wenn sie 3, 4 verschiedene Namen hat und auch unterschiedliche Berufe. Auf einmal strömt da so vieles in I'm Thinking of Ending Things auf einem rein, dass man das Gefühl, aber dennoch hat das selbst ein so einfaches Mittel wie ein Voice-Over etwas Philosophisches hat. Kurzum, es ist ein bisschen wie ein Kunstwerk, in dem man sich verlieren kann und sagen kann, oh, ich sehe darin das und das ist interessant und das lässt mich nicht los und ich muss immer wieder daran denken. Oder man geht vorbei und sagt, ja, interessiert mich nicht. Für beides habe ich tatsächlich Verständnis. Das ist ein Film, der ist verkopft, der ist vielleicht noch experimentell, der ist definitiv speziell. Und ja, reden wir kurz über den Cast. Jessie Buckley als junge Frau, soweit mal die Rollenbeschreibung, die immer wieder eben andere Namen, Berufe hat und manchmal was sehr Introvertiertes hat und vor allem verschiedene Blickwinkel auf verschiedene Situationen bekommt, auch in Settings, die immer sowas Kaltes, was Verschneites, was Verlassenes haben und damit auch ein wenig ihre Gedanken und den Charakter isoliert auf das Publikum wirken lassen und damit eben dieses kalte Drama voranbringen, hat trotzdem eben aufgrund dieses Voice-Overs und dieses Denkens schon am Anfang, während sie sich mit ihrem Freund unterhält, man immer wieder hört, ich überlege Schluss zu machen, wenn sie das im Grunde sagt, was immer wieder so bricht mit dem, was man eigentlich gerade sieht, gegenüber ihrer Gedankenwelt. Und das ist spannend, das ist aber auch ein bisschen anstrengend und das ist manchmal auch, wenn man sich selber einen Sinn suchen soll, so ein bisschen fragend, will uns der Filmemacher eigentlich was sagen? Ist das jetzt die große Kunst oder ist das so zusammengewürfelt? Und ich glaube, dass es bei diesem Film tatsächlich noch so einen Grenzgang, wo ich eben tatsächlich voll verstehe, wenn einige den lieben und andere sehr enttäuscht sind. Ich finde auf jeden Fall diese Figur interessant und gerade in der Masse, wenn man viel schaut, hat das mal was Erfrischendes, was anders gelagert ist zu sehen. Jesse Plemons als Jake, der ist ein bisschen schwer zu durchdringen. Der ist mal intellektuell und dann wiederum ein bisschen einfach, wenn er dieses Ländliche bei seinen Eltern nach außen kehrt. Dann ist er wieder teilweise total aufbrausend und manisch und kommt dann wieder runter. Ist aber ein starker Gegensatz eben zu unserer Hauptakteurin, wo dann spannend ist, wenn man sich auch hinterfragt, wie haben sie sich kennengelernt? Welche Geschichte wird da parallel erzählt? Erleben wir parallel schon etwas in der Zukunft in einer altgewordenen Version oder doch nicht? Sind es getrennte Figuren? Und das kann auch jemand, der diesen Film nicht gesehen hat, völlig wirklich, was ich gerade erzähle. Aber ich glaube, dieses Kuddelmuddel und Knäuel im Kopf hat man einfach, wenn man am Thinking of Ending Things sieht. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man das immer noch am Ende hat. Auch wenn man danach strebt, einen klaren Blickwinkel, eine klare Sicht haben zu wollen, kann man vielleicht auch eine klare Meinung haben. Aber ich glaube, der Diskussionsraum und Interpretationsspielraum ist einfach wirklich enorm. Ringsherum haben wir die Figuren der Eltern, dass zum Beispiel eine Toni Collette dabei eben in verschiedensten Varianten und Performances und Ansätzen und Altersstadien, Schule, dann ist zwischendurch eine Tanzeinlage zu sehen. Das ist alles auch so
Interpretationssache auf diese Art und Weise, was man erzählt, wie diese Figuren zueinander stehen. Ich komme da auch eigentlich auf einen anderen Nenner. Die Kameraarbeit mit dem 4:3-Format ist ja normalerweise eines, was man nimmt, um entweder so einen Retro-Look zu erzählen oder eben, weil wir eben kein 16:9 oder 16:10 haben, diesen Blickwinkel, diesen weiten Winkel. Und wenn man dann eben auf Figuren abfilmt, wirken sie unglaublich nah und nah an einem dran, eingeengt fast schon so ein bisschen in diesem Kasten. Ist natürlich ein Stil, um uns das Drama stärker zu transportieren, stärker an den Figuren zu sein. Wobei dann aber in Dialogen doch immer wieder relativ viele Einstellungen doch verwendet werden. Also die Auflösung ist klassisch, während die Kameraeinstellung eher auf einer oldschooligen Art gewählt wird. Das ist das Szenenbild, Auto, Haus, Schule, alles immer so ein bisschen verlassen, zurückgeblieben, einsam. Das finde ich interessant. Die Musik ist sehr wenig und wenn sie dann auftaucht, bestimmt sie manchmal und greift den ganzen Film über, wenn wir dann Tanzeinlagen auf einmal haben, wo man sie nicht erwartet und man so denkt, okay, man kriegt so einen leichten La La Land Spirit mitten reingebaut und auch das sind wieder so Punkte, wo man sagen kann, das steht man voll drauf oder das funktioniert so gar nicht für einen. Wie gesagt, ich habe da vollstes Verständnis. Kostüm und Make-up einfach gehalten, die Effekte wirken eben relativ wenig, sage ich am Ende. Ein Film, über den man diskutieren kann, wahrscheinlich diskutieren muss und für Cineasten ein gefundenes Fressen, um es mehrfach zu schauen. Die Ironie ist nur einfach, weil ich auch Cineasten den Film am ehesten empfehlen würde, dass er auf einer Streaming-Plattform läuft und eben nicht im Kino. Und er hat so eine Tendenz, einem vielleicht sogar einen Spiegel vorzuhalten, weil was wir in dem Film sehen über das Leben oder glauben zu sehen, kann man dann wiederum zurückbildend fragen, ist es das, was wir im Leben selbst glauben, vom Leben zu denken, wenn ihr dem folgen könnt. Ich verstehe auf der anderen Seite warnend, das ist nicht konventioneller Film. Und wer jetzt ein konventioneller Filmfreund ist und Film in erster Linie als Unterhaltung sieht, was überhaupt nicht schlimm ist, kann ich mir vorstellen, tut sich einfach wahnsinnig schwer mit diesem Film und fragt sich, was ist das jetzt hier? Das ist dahingehend nicht die leichteste Kost und gerade auch keine gerade Linie, die am Ende so wirklich zu erkennen bleibt, sodass ich weiß, okay, das habe ich jetzt gesehen und da ende ich raus. Ich finde ihn sehenswert. Von mir bekommt er 7 von 10 möglichen Punkten als Drama und mit leichtem Thriller-Touch auch insgesamt. Würde ihn sicherlich auch ein zweites Mal schauen, aber ich merke jetzt nicht, dass ich unbedingt 3, 4, 5 Mal sehen wollen würde. Damit bin ich auch am Ende meiner Review zu I'm Thinking of Ending Things, weil die Anfrage wirklich oft kam, dachte ich mir, machen wir doch einfach mal. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.